Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Black Ops 2 auf der Map Express Herrschaft mit dem edlen Gameplay-Spender Light Rambo. Ja, heute geht es mal um den 11. September. Der ist ja in etwa 2 Wochen und in 2 Wochen wird ein Spiel erscheinen auf der PS3 und auf der Xbox 360, was wirklich andere Maßstäbe setzen wird. Vergesst die anderen Spiele, die ihr bisher gespielt habt, weil GTA 5, um was es geht, wird wirklich der absolute Hammer. In diesem Spiel wird es nicht nur möglich sein, Leute abzuknallen, sondern es wird gleichzeitig auch möglich sein, Tiere zu jagen, diese Tiere dann zu erlegen. Es gibt ein eigenes Wildsystem, das ist so wie bei Red Dead Redemption. Das gab es bei GTA eigentlich nie. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es da mal Tiere gegeben hat. Es wird wahrscheinlich möglich sein, zum Beispiel Rehe zu jagen, Hirsche zu jagen, Wildschweine zu jagen. Es wird möglich sein, irgendwelche Schiffswracks zu erkunden mit dem Taucheranzug. Man kann Radfahren wie ein Profi. Habe ich auch schon ein paar Clips gesehen. Da denkt man gerade, man ist bei der Tour de France in den Vogesen. Aber man ist tatsächlich irgendwo in den amerikanischen Bergen und lässt sich schön die Sonne auf den Rücken prallen. Einfach ein Leben. Du kannst das Leben eines Gangsters führen oder das Leben eines Computerfreaks. Das ist ganz dir überlassen, was du machen willst. Such's dir aus, Mann, und dann chill dein Leben. Also, ich habe noch nie so auf ein Spiel gewartet wie GTA 5, weil GTA 5 das einzigste Spiel ist, GTA allgemein, was auch wirklich seine Versprechen einhält. Ich sag nur mal Just Cause 2. Das Spiel war gehypt, es waren geile Trailers, geile Bilder, aber im Endeffekt hat dieses Spiel dann am Ende doch, ja, es war doch langweilig. Bei GTA-Teilen war das aber anders. Da kann der Trailer noch so scheiße sein. Im Endeffekt ist dieses Spiel einfach bombastisch. Red Dead Redemption, Mann. Ah, Hammer, Leute. Hammer-Spiel. So, gehen wir aber mal weiter zum edlen Gameplay-Spender. Abschlachtungen 4, Tode 2. Da muss der Rambo aber noch hier ordentlich was machen, damit er hier mal nach vorne kommt. Der spielt nämlich mit der AN-94. Habe ich auch schon mal benutzt. Ganz schöne Sache. Bin in dieses Spiel auch herbeigetreten. Erst Runde 2 werdet ihr wahrscheinlich nicht mal sehen. Jetzt mal so eine Frage an euch. Werdet ihr euch eigentlich GTA 5 kaufen? Oder bleibt ihr eher bei Call of Duty Ghosts dann, wenn es rauskommt? Ich werde es auf jeden Fall kaufen. GTA 5 ist schon mal gekauft. Auf jeden Fall ein richtiger Kaufgrund. Weiß aber noch nicht, wie viel es kosten wird. Ich denke mal so 60, 70 Euro. Es geht da Light Rambo auch mal richtig ab hier auf der Map. Hat auch ein bisschen gedauert, ein bisschen Anfangsschwierigkeiten hat er gehabt. Muss ich erstmal warm schießen, glaube ich hier. Ja, Ghost kommt wahrscheinlich auch bald raus. Wann das rauskommt, weiß ich noch nicht. Ich glaube, es gibt noch kein Release-Datum für das ganze Game. Wird wahrscheinlich aber besser sein als Black Ops 2. Wobei ich sagen muss, Black Ops 2 ist ein ganz anderes Spiel als die anderen Call of Duty Teile. Ihr könnt mir wahrscheinlich da alle recht geben. Dieses Call of Duty Feeling, das ist bei Black Ops 2 nicht so im Vordergrund. Ich sag nur Call of Duty MW2, Call of Duty MW3, da ist ein ganz anderes Feeling. Versteht ihr, die ganzen Maps sind so eher landschaftlicher, zum Beispiel MW2, Tschernobyl Map und solche Sachen halt. Das ist einfach, dieses Feeling fehlt mir ein bisschen Black Ops 2. Wobei Black Ops 2 natürlich mit anderen Sachen punkten kann. Ja, ich sag einfach mal Hightech. Das ist alles hier modern, wobei andere Maps natürlich aussehen, als ob hier alles gefallen ist, aber Black Ops 2 macht schon süchtig, wenn man erstmal drin ist. Hau ihn weg, Light Rambo. Boom. AN-94. Und ihr seht schon, das ganze andere Team hatte einfach keinen Bock mehr und ist einfach rausgegangen. Verständlich eigentlich. So. Hau ihn weg. So. Ja, dann müssen wir mal schnell schauen. 27 Sekunden haben wir noch. Oh je. Da, Light Rambo. Los. Mach uns noch ein paar Kills. Das war übrigens mein Commentary über GTA 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Haut auf jeden Fall rein. Ich sag nur, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Und ihr wisst, was ich sage am Ende. Dankeschön und haut rein.
Und jetzt schauen wir uns den letzten Clip an. Und der kommt jetzt. Boom! 106 zu 56 Spielbonus. 950 EP. Geiles Spiel. Und das alles mit der AN94. Schönes Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Gamescom auf dem Blech. Ciao.